Jo, liebe Freunde, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Online-Liga.de, dem neuen Browser-Manager aus dem deutschen Raum. Wir wollen noch mal kurz schauen, was mein Team die letzten Tage so geschafft oder nicht geschafft hat. Dazu möchte ich euch mal gerne den Spieltag und die Tabelle zeigen. Es war doch recht am Anfang recht durchwachsen. Man hat dann doch sehr viel Unentschieden spielen müssen. Man sieht es hier jetzt nicht, aber man sieht die Tabelle. Und ich sag mal so, mein Team hat sich nochmal gefangen. Man sieht's. 10. Spieltag bereits absolviert. Und zwar habe ich 3 Spiele gewinnen können. 6 Spiele unentschieden. Das ist schon eine Menge. 6 Unentschieden, das war schon richtig heftig. Und ein Spiel habe ich verloren. Ja, kann mal passieren. Bei 10 Spielen kann man auch mal ins Verliere. Von daher stehe ich doch relativ gut und super da. Im oberen Mittelfeld. Auf dem 7. Tabellenplatz mit 15 Punkten mit dem 1. FC Kieler Straße. Gut, das ist noch ein weiter Weg. Der erste Platzierte hat schon 26 Punkte hier. Der hat schon Wahnsinn. Der hat schon 8 Spiele gewonnen. 2 Unentschieden und noch keins verloren. Und die Torausbeute ist natürlich auch mega. 15:1 Toren. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig gut. Dafür, dass wir doch alle gleichmäßig gestartet sind und mit den gleichen Voraussetzungen, hoffe ich mal. Ja, ist es doch recht, recht gut, dieses Ergebnis. Gut, die 1. FC Kieler Straße ist jetzt drum und dran, den 11. Spieltag zu bestreiten. Ich habe meine Formation jetzt gefunden. Da gehört es auch noch ein bisschen dazu, dass die Mannschaft sich auch einspielen kann. Dazu gucke ich mal gerade hier rein. So, dann gehen wir mal auf die Aufstellung. Ja, dauert immer ein bisschen. Es lädt halt noch etwas. So, hier sieht man dann meine gefundene Formation. Ein 3-5-2 spiele ich. Dreierkette, kompaktes Mittelfeld. Und hier sieht man 2 Sturmspitzen. Das ist so mein Team, das ich jetzt so eingefunden habe. Wobei ich jetzt auch leider Gottes 2 Verletzungen drin habe. Hier der Niklas Venkura und Joel Okombi. Die haben sich verletzt, ja, hier diesen 2 Wochen jetzt außer Gefecht. Leider Gottes hier ist dieser Stürmer, der auch die Tore schießt bei mir. Deswegen wird es ein bisschen heftig morgen, da ich gegen ein besseres Team antreten muss. So, dann hat man das gesehen. Training wollte ich auch mal vorstellen, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig durchgeblickt. Was heißt durchgeblickt schon? Ich wollte mir mal so eigene Trainingsplan erstellen. Das wollte ich ja auch hier mal machen auf dem Video. Allerdings werde ich das heute noch nicht machen. Das machen wir jetzt mal anders mal. Nächste Woche vielleicht. Ich trainiere noch mit dem Standard-Trainingsplan. Mit dem bin ich bis jetzt gut gefahren. Also jetzt hat sich hier jetzt keine Nachteile rauskristallisiert, wenn ich jetzt damit trainiere. Vielleicht machen die noch ein bisschen mehr Plus, wenn ich jetzt hier mir selbst was einfallen lasse. Aber naja, komm. Ich denke mir, es reicht jetzt erstmal für den Anfang, hier reinzukommen. Muss ich erstmal meine Formation finden, was ich auch gefunden habe. Und wir schauen uns nochmal kurz den nächsten Spieltag an. Der nächste Spieltag, gegen wen habe ich das nochmal? Muss ich nochmal nachschauen. Ja, hier sieht man es. Gegen die Nibelungen Fighters geht es im 11. Spieltag. Und die Jungs von Nibelungen Fighters, die sind auf dem Tabelleplatz 5. Ja, bei denen geht es auch recht gut voran. Die haben 3 Punkte mehr als wir. Da schauen wir mal kurz rein, die Nibelungen Fighters hier. Letztes Spiel 2:2 gespielt gegen die Wamser Party Kickers. Und hier sieht man dann auch so die Liga-Statistik, wie ich sie gespielt habe. Also recht gut im Rennen. Haben ein Spiel mehr verloren als wir. Dafür doch mehr Siege auf dem Konto. Ja, hier sieht man nochmal die oberen Tabellenplatzierungen. Ja. Relativ interessantes Team. Von daher wird das relativ interessant werden, das Spiel.
Ich kann euch mal so ein. Ja, genau, das machen wir jetzt mal. Ich zeige euch jetzt mal so einen Spielbericht. Dazu gehen wir mal nochmal zurück und zähle Spieltag. So, dann haben wir hier den Spielbericht. So sieht also jetzt der Spielbericht im Tiger-Bereich aus. Hier kann man jetzt runterscrollen und dann sieht man jede Minute, in der was passiert ist, gibt es hier sowas wie einen Live-Tiger. Und hier seht ihr das 1:0 für mein Team. Also relativ ausführlich beschrieben, der Tiger. Also recht schön gemacht und mit viel Detail. Also das gefällt mir auch richtig gut. Ja, da kriegt man dann alles hier vorgeführt, was passiert ist. Das ist relativ lang, dieser Text. Man kann aber auch, wenn man möchte, sich nur die Statistik anschauen. Klickt man drauf, kriegt man die Statistik angezeigt. Hier so eine Art, so eine Timeline von diesem Spiel. Was so alles passiert ist, hier sind natürlich nur die gelbe Karte und die Tore mit aufgeführt, denke ich mal. Mehr wird doch nicht in der Timeline drin sein. Dann sieht man die Spielernoten der beiden Teams. Man sieht die Trainer, die Tore, Anzahl der Karten, Anzahl Ballbesitz, gewonnene Zweikämpfe, Torchancen, Eckbälle, Bilanz, direkter Vergleich. Gut, das ist die erste Saison, da ist noch nicht viel Vergleich. Und man sieht hier auch nochmal die letzte Liga Spielstatistik, das war die vom Gegner. Alles Niederlagen, ja, den hat es richtig hart getroffen. Ich weiß noch gar nicht, ob der richtig dabei ist hier. Auf jeden Fall richtig viel Infos, richtig geil gemacht. Also mir gefällt das richtig gut hier. Es könnte ein bisschen übersichtlicher sein, das mit dem Scrollen gefällt mir nicht so gern, weil das ist nicht so übersichtlich, finde ich. Immer wenn man runterscrollen muss, um alles zu sehen. Ich hätte es gern doch ein bisschen kompakter, aber naja gut, muss man sich vielleicht auch erstmal dran gewöhnen. So, das war dann das. Hier gibt es noch, ja, kann ich jetzt mal alles zeigen, die Highlights. Das sind dann die wichtigen Highlights des Spiels zusammengefasst. Dann sieht man hier nochmal, kann man auch so die Aufstellung nachschauen. Wie war denn die Aufstellung des Gegners? Wie war meine Aufstellung? Dann würde man auch die Auswechslungen angezeigt bekommen. Gab es keine in diesem Spiel. Ja, ist schon richtig schön gemacht. Also, mir gefällt es sehr gut. Man sieht hier, kann man sogar noch die Karte angucken. Ach, das geht mit der PlayStation nicht. Die verträgt das hier anscheinend. Kann die Karte nicht angezeigt werden. Schade, schade, schade. Die hätte ich euch gern gezeigt. Vielleicht mache ich es doch mal über den Computer. Und ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, war es das für die heutige Folge vom Online-Liga.de. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, hier sieht man überall nochmal diese Spitzenspiele. Da gibt es immer solche Nachrichten. Das ist auch richtig geil gemacht. Also das finde ich schon, ist schon schön. Also das ist schon klasse. Ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich mal, tschüss, euer Chris, macht's gut.